Der Fall Kachelmann. Der Wettermoderator wird beschuldigt, seine Ex-Geliebte brutal vergewaltigt zu haben. Er bestreitet die Tat. Seit Monaten sucht das Landgericht Mannheim nach der Wahrheit und muss feststellen, dass keine verlässlichen Tatspuren existieren. Zurück. Der 21. Prozesstag, 3 Monate nach Verfahrensbeginn. Kachelmanns Verteidiger geht jetzt ohne großes Medienaufsehen in den Gerichtssaal. Das Interesse ist abgeflaut. Nur noch wenige Journalisten sind da. Zum Beispiel die Gerichtsreporterin des Magazins Der Spiegel, Gisela Friedrichsen. An diesem Dezembertag geschieht Außerordentliches. Also für mich war der Tag, an dem der Spurensachverständige kam, das war 2 Tage vor Weihnachten, eigentlich der aufregendste und der, muss sagen, für mein Bild entscheidende. Es ist der Auftritt von diesem Mann, Gerhard Bessler, der Kriminaltechniker. Er untersuchte unter anderem das mutmaßliche Tatwerkzeug, das Messer. Das Gericht will heute herausfinden, was für Spuren Bessler am Tatort fand. Kameras sind nur vor der Verhandlung erlaubt, während des Prozesses sind jedoch Zeichner zugelassen. Zuerst referiert Kriminaltechniker Bessler ausführlich über die Untersuchungstechnik. Erst am Schluss wartet er mit der Überraschung auf. Er habe, sagt Bessler, am angeblichen Tatwerkzeug, am Messer, keine eindeutig nachweisbaren DNA-Spuren von Jörg Kachelmann gefunden. Kachelmanns Verteidiger Johann Schwenn fragt: Die Ex-Geliebte sagte gegenüber der Polizei, Jörg Kachelmann habe ihr das Messer 15 Minuten lang an den Hals gehalten. Wenn das stimmt, müssten Sie da nicht seine Spuren finden? Ja, ich müsste Spuren finden, antwortet Bessler. Doch es hat keine. Wenn an dem Tatmesser, dem angeblichen Tatmesser, also es hat eine ganz zentrale Rolle, es ist schwere Vergewaltigung angeklagt. Schwere Vergewaltigung deswegen, weil eben ein gefährliches Werkzeug eingesetzt wurde. Wenn daran nicht die Spuren sind, die eigentlich sein müssten, wenn sich die Tat so abgespielt hätte, wie sie angeklagt ist oder wie die Frau das aussagt, dann ist doch die Sache erledigt eigentlich. Die Staatsanwaltschaft wusste Monate zuvor, dass Bessler am Messer keine DNA-Spuren von Kachelmann fand. Dennoch suggerierte sie in ihrer Pressemitteilung das Gegenteil. Die Gerichtsreporterin Sabine Rückert verfolgt den Prozess für die Wochenzeitung Die Zeit. Die Staatsanwaltschaft hat die Öffentlichkeit von Anfang an in die Irre geführt mit ihren öffentlichen Äußerungen. Sie hat das Gegenteil dessen behauptet, was Realität war. Februar 2010, 11 Uhr abends. Schwetzingen, eine deutsche Kleinstadt, eine Fahrstunde von Frankfurt entfernt. Die meisten Bewohner schlafen bereits, als Jörg Kachelmann eintrifft. Ihn erwartet die Radiomoderatorin D., die hier in einer kleinen Dachwohnung lebt. Die Frage, was genau in dieser Nacht passierte, beschäftigt das Landgericht Mannheim seit Monaten. Der Anwalt der Radiomoderatorin wird wenige Wochen nach dieser Nacht das Verhältnis zu Kachelmann so definieren. Die Beziehung hat vor über 11 Jahren begonnen. Es war ein Interview, das meine Mandantin seinerzeit mit Herrn Kachelmann geführt hat. Ich glaube, es ging auch übers Wetter. Und im Rahmen dieses Interviews hat man sich kennengelernt, sich sympathisch gefunden. Und es kam dann zu dieser Beziehung oder Lebenspartnerschaft, die bis zum Tatzeitpunkt angedauert hat. Es war aber weder das Interesse meiner Mandantin und ich mutmaße mal auch nicht das Interesse vom Herrn Kachelmann, diese Beziehung in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber gleichwohl, es war keine geheime Beziehung.
Für Kachelmann ist die Radiomoderatorin nicht die einzige Frau. Während der angeblichen Lebenspartnerschaft mit ihr heiratet er eine andere Frau, lässt sich wieder scheiden und gleichzeitig pflegt er noch eine Vielzahl weiterer Beziehungen parallel. Bei einigen ist auch Gewalt mit im Spiel. Eine Geliebte zum Beispiel erzählt dem Gericht, er habe sie massiv bedrängt. Auch andere berichten, er hätte Grenzen verletzt. Die Radiomoderatorin D. trifft er unregelmäßig. Im Jahr 2009 beispielsweise haben sie sich lediglich 10-mal getroffen. Für die Bunte verfolgt die stellvertretende Chefredakteurin Tanja May den Prozess. Sie hat sich intensiv mit Kachelmanns Verhältnis zur Ex-Geliebten D. auseinandergesetzt. Auch wenn man sich nicht täglich gesehen hat, war doch der Kontakt täglich da. Das beweisen ja auch diese 5, glaube ich, dicken, gefüllten Leitsordner, die die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht vorliegen hat, mit Chatprotokollen und E-Mail-Verkehr zwischen mutmaßlichem Opfer und Angeklagten. Und ja, angeblich, sie hat ihn geliebt. Sie hat geglaubt, sie sei die einzige Frau in seinem Leben. Also, wenn man sich mal vorstellt, als die Polizei ihre Wohnung dann durchsucht hat, er hatte bei ihr kein einziges Kleidungsstück. Er hatte keine Zahnbürste, keinen Rasierapparat, nichts. Sie wusste nicht mal die Adresse von ihm, wo er wohnt. Sie wusste nichts von ihm. Die einzige Spur von ihm war ein Foto, das am Kühlschrank klebte. Das war alles. Also 11 Jahre lang. Und so ein Mann, der ab und zu mal vorbeikommt, durchs Bett wandert und gleich wieder weg ist, das soll dann der Mann fürs Leben sein oder der Lebenspartner. Also, ich meine, das muss man auch erst mal glauben. D. glaubt an die Liebe ihres Lebens, wie sie wortwörtlich formuliert. Kachelmann suggeriert ihr in seinen Chatbotschaften, sie sei für ihn die Einzige. Im November 2006 meldet ihr beispielsweise: Weil ich dir vertraue, weil du mir Sicherheit gibst, weil ich für dich versuchen möchte, dir ein Kind zu machen. Auch andere Frauen erhalten von Kachelmann ähnliche Botschaften. Die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer verfolgt den Prozess für die Boulevardzeitung Bild. Ihr Urteil über Kachelmann steht fest. Für mich ist das keine moralische Frage, aber doch eine Frage auch der Menschenwürde. Also wie man Frauen behandelt, Menschen behandelt. Ob man eine Frau jahrelang in dem Glauben lässt, du bist die Einzige, ich werde dich heiraten, von dir möchte ich Kinder. Und dann gibt es da 1, 2, 3, 4, ich weiß nicht wie viele. Da muss es schon einen gewissen Mangel oder eine Abwesenheit an Empathiefähigkeit geben. Also ein Mensch mit Mitgefühl tut das ja anderen ohne Not nicht an. Nicht? Wir sind alle Menschen und die meisten von uns kennen Konfliktsituationen in Beziehungen. Ja? Dass da vielleicht mal jemand anders ist, man fängt an zu schwindeln, man sagt sich, du lieber Gott, was machst du nur? Ja? So. Da kann man reinkommen, aber das hatte ja System und da geht es ja weniger um Gefühle, es geht ja offensichtlich um Macht. Klar ist, der erfolgreiche Wettermoderator führt eine Art Doppelleben mit mehreren Geliebten gleichzeitig. Sie waren sich eigentlich alle einig darin, dass es ein hochintelligenter Mann ist, Jörg Kachelmann, dass er wahnsinnig charmant sein kann und alle haben gesagt, er hat uns das Gefühl gegeben oder hat mir das Gefühl gegeben, ich bin die Schönste, die Besonderste, ich bin die einzige Frau in seinem Leben. Und im Nachhinein sagen die Frauen, vielleicht hat man mal was geahnt, aber eigentlich wollte man es nie wahrhaben, weil es bestand ja jeden Tag Kontakt. Also die Frauen haben gesagt, er hat jeden Tag mehrfach angerufen, man hat gechattet, man hat E-Mail ausgetauscht, teilweise hat man sich auch gesehen und hat auch immer wohl versucht, bei allen wichtigen Gelegenheiten dabei zu sein. Also sprich Geburtstag oder Silvester, solche oder Weihnachten. Das sind ja alles Dinge, die man mit seinem Partner macht. Und deswegen bestand für die Frauen eigentlich kein Grund daran zu zweifeln, dass diese Liebe echt sein soll. Was erwarten die Frauen von der Liebe? Was wird da hineingeheimnisst in eine Beziehung, die nur per SMS stattfindet oder in irgendwelchen E-Mails? Das ist mir ganz unbegreiflich, wie man da jahrelang sich da von Brotkrumen ernährt und tatsächlich auf eine Hochzeit wartet. Da will man betrogen sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Jeder normale Mensch oder jede normale Frau hätte irgendwann die Nase voll gehabt und zwar relativ rasch.
Das waren ja eigentlich alles ganz eigenständige Frauen. Oft Journalistinnen mit Berufen, selbstbewusste, attraktive Frauen. Es hat da offensichtlich ein System gegeben, diese Frauen glauben zu lassen, dass er sie braucht. Nicht? Wir haben ja auch einiges gehört, dass er mit Humor und auch mit Mitleid gearbeitet hat. Nicht? Und wissen Sie, auch dank der neuen Medien, diese permanente Präsenz und so kleine Tricks und ich will Kinder von dir und so. Irgendwie haben diese Frauen sich alle einlullen lassen. Und also ein Buch darüber, wie lulle ich Frauen ein, ich glaube, da, das könnte ein Bestseller aus der Feder von Herrn Kachelmann werden. Er lädt am 2. Januar 2010, also rund einen Monat vor der umstrittenen Nacht, die Radiomoderatorin D. in das angeblich gemeinsam geplante Haus im Schwarzwald ein. Zurück in Schwetzingen plant sie die Inneneinrichtung. Sie mailt ihm: Haben wir, wenn mal alles fertig ist, dort auch Platz für ein Klavier? Ich denke, wir lassen oben einen Raum mit Badewanne und Waschbecken auf der rechten Seite und wohnen, schlafen, Klavierspielen links. Im Januar 2010 treffen sie sich dreimal. Jedes Mal hätten sie wunderbaren Sex gehabt, gibt D. später zu Protokoll. Meist war auch eine Spur Gewalt mit im Spiel. Peitschen, Handschellen, aber nie Messer. Das nächste Treffen ist auf den 8. Februar 2010 vereinbart. Die verhängnisvolle Nacht. Radiomoderatorin D. erhält von Kachelmann die Chatbotschaft: Du musst nichts zum Essen machen zur Zeitersparnis für unsere Hauptaufgabe. Mit Hauptaufgabe ist Sex gemeint. Doch in dieser Nacht endet die angebliche Lebenspartnerschaft abrupt. D. gibt später zu Protokoll, sie habe Jörg Kachelmann zur Rede stellen wollen, weil sie den Verdacht hegte, sie sei nicht die Einzige in seinem Leben. Da sei er zum Tier geworden und habe sie mit Einsatz eines Messers vergewaltigt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Mannheim erklärt später: Hierbei hat er nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen der Geschädigten ein Messer an den Hals gehalten. Daher der Vorwurf der qualifizierten Tatbegehung, besonders schwere Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, da durch den Messereinsatz auch Verletzungen entstanden sein sollen. Die Radiomoderatorin ist jetzt Anzeigeerstatterin. Kachelmann droht deshalb eine Gefängnisstrafe. Mindestens 5 Jahre Haft sieht das Gesetz vor. Wir haben Verletzungen im Halsbereich vorgefunden, die nach dem Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung durch den Messereinsatz hervorgerufen worden sein können und nach unserer Auffassung auch worden sind. Also nicht selbst beigefügt vom Opfer? Das schließen wir aus. Landgericht Mannheim. Auftritt des Rechtsmediziners Rainer Mattern. Er ist der Mann, der die Radiomoderatorin am Tag nach der angeblichen Vergewaltigung untersucht hatte. Auf ihn stützt sich die Staatsanwaltschaft mit ihrer Aussage, Selbstverletzung könne man ausschließen. Erneut gibt es eine Überraschung. Ich kann hier nicht beweisen, dass der angeklagte Kachelmann diese Verletzungen erzeugt hat, sagt Rechtsmediziner Mattern. Und ich halte es für möglich, dass Frau D. sich diese Verletzungen selbst beigebracht hat. Wieder anders, als die Staatsanwaltschaft behauptet hat. Obwohl Rechtsmediziner Mattern bereits in seinem ersten Gutachten schrieb, eine Selbstbeibringung wäre möglich. Die Staatsanwaltschaft hat es ignoriert. Der Sachverständige selber kann weder nachweisen, dass die Verletzungen fremd beigebracht sind, noch nachweisen, dass sie selbst beigebracht sind. Also sein Gutachten ist nach seiner Ansicht kein Baustein im Gebäude der Anklage. Dabei schien Kachelmann zuvor praktisch schon verurteilt. Wenigstens hatte man diesen Eindruck, wenn man deutsche Medien verfolgte. Doch der Reihe nach. März 20. 2010. Jörg Kachelmann landet auf dem Flughafen Frankfurt. Zurück aus Vancouver, wo er für die ARD an den Olympischen Winterspielen das Wetter moderiert hatte.